Hallo und willkommen hier zu Pokémon, das Sammelkartenspiel online. Ja, heute ist, mal schauen, der heutige Bonus waren ein paar Münzen, mal 5 anscheinend. Am Tag 5 ist es Booster Pack, also wenn man wahrscheinlich Tagesbonus, da man jeden Tag reinschaut, bekommt man am 5. Tag ein Booster Pack dann gratis. Und zwar habe ich letztes Mal schon, oder einfach nur am Tag 5, das kann natürlich auch sein, meine Sammlung, ja, das sind ein paar Sachen. Ich glaube, ich habe ein Booster Pack noch bekommen, genau hier, ein Turbo Fieber Booster Pack, und wir machen das mal auf, oder? Schauen wir mal, was drinnen ist. Und zack. Alles neu natürlich. Und was ist die seltene Karte? Oh, ein Togekiss X. Mächtiger Wind. Du kannst eine Energiekarte von deiner Hand an eins deiner Pokémon auf deiner Bank anlegen. Gar nicht so schlecht. Macht sogar Schaden. Gleich am Anfang gut. Wir 4 Münzen des Angriffs für 50 Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Doppelbasisenergie. Und dann noch 2 normalen Energie für das auch noch. In der zweiten Runde könnte eigentlich das schon den Hurricane Schwinge machen. Bis zu maximal 200 Angriff. 100 mal ist ziemlich sicher, dass es, also 50-50%, dass es 100 macht. Das ist nicht so schlecht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen hier mein Deck an, mit dem ich dann spielen werde. Ich habe hier ein erweitertes Deck. Das ist mein erweitertes Deck. Mit 3x Dratini, 3x Dragonir, Dragoran, Weberak, Ariados, Illumise, Dedene, Dragoran X, Gewaldro X, nochmal Gewaldro X, Mega Gewaldro X. Zu den Trainerkarten hier, ja, Trainerpost, dann Tausch, Levelball, Trainerpost nochmal, okay. Brief vom Prof, Roller Skates, Gebirgsring, Sana, Professor Platan, Floridelis, nochmal Floridelis, Pokémon Fanclub, Pokémon Center Dame, Trickmünze, Drachenenergie, Doppelenergie, dann Spezial, Pflanzenenergie, Blitzenergie zweimal und nochmal Pflanzenenergie. Das ist das erweiterte Deck. Dann habe ich es so geändert, dass es auf Standard noch passt. Hier habe ich zum Beispiel zweimal Viridium drinnen, nochmal die Dratini-Kombination mit Dragonir und dann nochmal Dragoran. Einfach die doppelte Drachenenergie dafür zu benutzen, dass man den schweren Einschlag da einsetzen kann. Ich meine, 150 Schaden ist ziemlich gut, und dann halt auch noch, dass man noch eine Preiskarte zusätzlich ziehen kann. Die Weberak Engine mit Ariados. Die Ariados Engine eigentlich dann, deren ihre Fähigkeit ist, dass ich beide aktive Pokémon außer Pflanzen-Pokémon vergiften kann. Was wiederum in einer sehr guten Synergie ist mit Gewaldro X, weil Klammheimliche Klaue braucht nur 2 Energie und er macht 60 Schaden plus 70 weitere, wenn der Gegner mit einem speziellen Zustand betroffen ist. Also ziemlich viel, 130 Schaden. 130, ja. Ich kann nicht rechnen. Dann habe ich auch noch Gewaldro in der. Okay. Habe ich das jetzt da nicht drinnen gehabt? Gewaldro ist eigentlich gut mit Agilität, wenn man noch Trickmünze dabei hätte. Deswegen frage ich mich gerade, warum ich beim vorigen das nicht drinnen gehabt habe. Meinen erweiterten. Naja. Dann Mega Gewaldro einfach so. Ich weiß nicht warum. Ich spiele eigentlich eh nicht. Aber ich will ihn drinnen haben. Keine Ahnung warum. Bisher Flora habe ich auch einfach so drin. Ich weiß nicht, was ich anderes eingeben muss. Ich werde schauen, dass ich in der Zukunft dann irgendwelche neuen Pflanzen-Pokémon dann bekomme. Ich konzentriere mich immer auf Pflanzen-Pokémon. Vielleicht ist er eine Caputoro, wie der heißt. Und Frujol, was er jetzt dann gekommen ist. Ja. Okay, meine Pokémon, Trainer, wieder Levelball tauschen und so weiter.
Da die ist auch ziemlich gut, habe ich aber nur einmal. Weil die großen Gewächse ist, glaube ich, in einer Ausnahmesituation da drinnen. Weil eigentlich dürfte man eine unzulässige Karte. Okay. Trotzdem darf ich irgendwie. Die habe ich vor kurzem getauscht. Schutzzone des Ätherparadieses. Ist nicht so schlecht für Pflanzen und. Okay, Elektro ist jetzt nicht dabei. Aber für die Pflanzen-Pokémon halt gut. Dann die Sahne, um Karten wieder zu bekommen und nicht aber mich abzuwerfen. Die ganze Gegend zu Professor Platan, da muss man halt abwerfen und 7 neue ziehen. Pokémon Fanclub ist natürlich gut für die Ex-Pokémon, weil sie als auch Basis-Pokémon betrachtet werden. Glückshelm, weil ich nicht wusste, was ich anderes eingeben habe. Ich habe nicht so viele Karten, die was gut sind für dieses Standardformat, aber es ist schon alleine gut, da die Engine mit den Ariados und den Gewaldroh X zu machen. Okay, dreimal Drachenenergie natürlich und Pflanzenenergie. Gut, dann würde ich sagen, wir spielen einfach mal mit unserem Standard-Deck. Suchen nach einem Gegner. Und da ist er auch schon. T-Duck 21 mit Unlicht. Normal. Okay, mit einem Lunarlicht. Na, keine Ahnung. Möchtest du anfangen? Ja, warum nicht? Dann habe ich eine Energie mehr. Okay, was setze ich als erstes? Ebrak ist nicht so gut, wenn ich das als erstes setze. Oh, ich kann noch eine Karte ziehen. Was soll ich machen? Oh, fertig. Okay. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ja, nimm's. Und daher. Ebrak setzen wir auf die Bank. Und fertig. So, Preiskarten. Oh, sorry, okay. Zieht noch eine. Das hat er gezogen. Der Professor Platans und ein Ding, okay. Und wir haben gewonnen. Oh yeah, er hat einfach aufgegeben. Keine Ahnung warum. Egal, wir kriegen hier einen Sieg mit einer Bonusbox. Geheimdrin Belohnung 49 Münzen. Oh yeah, fertig. Und dann noch diese Truhe da. Was ist da drinnen? Wird es nicht gleich geöffnet? Wow, und dann nochmal 10 dazu. Wird es nicht geöffnet oder muss ich da auf Sammlung schauen? Oh, da haben wir es. Eine Raritätentruhe. Wir öffnen sie. Und öffnen eine Belohnungstruhe. 5 Münzen. Und eine Karte. Hopp. Ich drück schon drauf. Ein Quaxo. Dann. Okay. Aber wir gehen wieder zum Ding. Wir wollen ja ein Spiel spielen. Mit unserem Naturstandard. Ich habe es mal Naturstandard genannt. Verfügbare Gegner werden gesucht. Und hey! Tecmac mit drei verschiedenen Typen. Und er hat das Starterdeck anscheinend gekauft, denke ich mal. Mit der Eule. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. Bin schon ziemlich weit zurück. Okay, ich setze mir Kopf. Art Kopf. Ja, okay, dann beginne ich mal. Ich habe nichts, kein Standard-Pokémon. Das ist schlecht. Kommt dagegen eine Karte dazu. Was ist das überhaupt für eine Hülle? Kann nicht so schlecht sein. Okay, ja, fertig. Ich darf nochmal ziehen. Ja, ich weiß, was ich in der Hand hatte. Gut, da legen wir das einfach. Und das legen wir da hinunter. Fertig. Preiskarten.
Gut, was ist das? Ein Kapuriki. Das ist ziemlich gut eigentlich, da die Dings sonst. Naja. Ich kann natürlich. Mal das machen. Wie viel Schaden macht das? 20 Schaden einfach. Ja, okay. Machen wir es einfach so. Scheiß drauf. Wechseln wir. Warum habe ich das gemacht? Weil ich kann ja nicht angreifen. Egal. Aktivieren noch da die Hanna. Okay, das mache ich da gleich mal. Setzen wir noch Levelball ein. Holen uns ein Dragonier. Kann nicht zu schaden. Ja. Okay, fertig. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gewechselt habe, aber ja. Haha, okay. Zahl. Aber oh, es passiert nichts. Muss Kopf sein. Es muss immer Kopf sein. Tja, was machst du jetzt? Hast du eine Energie, eine Doppelenergie? Nein, was macht die? Okay, nicht so schlecht, aber ist ein auf dem Deck. Natürlich kann es planen, er kann seine Doppelenergie drauflegen, aber mal schauen. Nicht, dass er wirklich zwei Energie braucht, das ist ziemlich nicht so gut, aber schon gut, dass er immer jedem Pokémon 20 Schaden zufügt. Okay, zack, zack. Hat er eine Energie in der Hand? Nein, er hat überhaupt keine Energie. Okay, dann machen wir gleich das oder da drauf. Peng. Das oder da drauf. Peng. Wie viel? 60. Ja, haben wir einfach das noch da drauf. Ich könnte es einsetzen, aber ich meine, er hat kein Pokémon in der Bank. Aber es bringt sowieso nichts. Greifen wir lieber mal an. Vielleicht braucht es sogar 120 Schaden und dann haben wir gewonnen. Einmal, zweimal, zack, und besiegt und gewonnen. Kein einziges Pokémon hier. Das war jetzt schnell. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Pokémon mal 10. Oh ja, yeah, der nächste Siegpunkt sind wieder so eine Truhe oder irgend sowas. Oh, und Peng! Wir kriegen zweimal diesen Hammer. Siegesserie 4. Wow, das Siegesserie ist, wenn ich überhaupt nicht verloren habe. Das ist sehr cool, glaube ich. Oh, und das kommt auch gleich dazu. Oh, weil er mal 10 ist. Ha. Ja, da sind wir urschnell dann drüber. Und wie viel kommt da auch noch dazu? Nichts. Okay. Machen wir noch eins gleich hinten dran, um zu sehen, was da jetzt alles passiert. Amonkhet. Wieder mit einem. Haben wir schon gegen den gespielt? Zahl diesmal. Ah. Eigentlich ist mir egal, wer beginnt. Also nicht wirklich, aber besser wäre es, wenn ich beginne. Mal schauen. Oh, ich habe einen. Okay. Und was? Der Gegner hat wieder keines. Fertig. Was gerade ein. Okay, er hat wieder keins. Ich darf dann wieder eine Karte ziehen. Was ist denn alles schon drin? Okay, das ist sehr schlecht gezogen. Ja, komm, wähl dein aktives Pokémon aus. Gegner wählt das Starter-Pokémon aus. Ja, hat er schon. Weißkarten. Ja, natürlich möchte ich hier eine zusätzliche Karte ziehen. Oh. Oh, 60 KP nur. Und eine Ding, er kann nicht angreifen. Schlecht für ihn. Okay, was macht die? Das ist cool. Okay, ich könnte natürlich Trainerpost einsetzen, um zu schauen, was ich da noch ziehe.
Okay. Glückshelm. Ja, nehmen wir die einfach mal da mit. Fetzen wir das da drauf. Fetzen wir den da auch noch dahin. Aktivieren wir die Hanna, vielleicht bekommen wir was anderes Gutes noch. Ja, ich will ja das machen, weil sonst kommt ja nichts. Na schau, es ist schon viel besser. Hauen Biberak darauf. Hauen nochmal den darauf. Und Schlafgift. Kann ja nichts anderes machen. Pam! Kopf, es schläft. Ja, ich weiß, was Schlaf macht. Kopf, es wacht wieder auf. Und es ist vergiftet. Und ist vergiftet. Ah, da kann ich. Wenn er jetzt kein Pokémon hinlegt, habe ich gewonnen. Also er besiegt meins. Weil nächste Runde. Ah, okay. Das geht natürlich auch. Wow. 52. Das ist ziemlich extrem. Und es hat schon zwei Energie. Ich muss es irgendwie unterbinden. Natürlich, eigentlich muss ich Schlafgift einsetzen, damit er nicht mehr angreifen kann. Oh, was macht die? Ja, ich muss trotzdem Schlafgift aktivieren. Dann habe ich aber das oder auf den da drauf. Und greife mit Schlafgift an. Oh, Mist. Jetzt kann er einen Kampf um Weg machen. Aber er kann sie nur einmal einsetzen, die Attacke. Also mal schauen, ob er das jetzt wirklich macht. Ja. Er macht's. Und zack. Wie komme ich jetzt eigentlich durch den Ding da? Glückshelm war auch was. Nein. Oh. Ach, Kacke. Drei Energie. Drei Energie. Egal, legen wir die Energie da drauf. Ich muss aber trotzdem mit Schlafgift angreifen. Ach komm. Wirklich. Dafür tricken sie natürlich auch gut. Aber wenn ich den Weberak nicht habe, ich meine den Ariados. Ich hoffe, er hat keine Energie. Was macht denn das? Jetzt verstärkt er das auch noch. Dreißig mehr Schaden. Keine Energie, bitte. Was war das überhaupt? Okay. Keine Energie, keine Energie. Lass es so sein. Bitte. Komm schon. Okay, ein Senlong. Ach nein. Jetzt hat er eine Energie bekommen. Jetzt greift er mich an. Nein, Shaming. Jetzt hat er sicher Energie. 120, hat er noch 50 übrig. Wie soll ich das machen? Mit 250 KP. Ich brauche unbedingt einen Ariados. Psychotransfer. Was macht das? Legt jetzt seine Energie weg? Ah nein, er kann es so hinübernehmen. Hä, warum hat er das gemacht? Und hat es nicht gleich dahin gelegt. Schaden gestiegen. Ah ja, genau. Haha. So eine Kacke. Da holen wir mal den. Kann ich noch was anderes auch noch holen? Nein. Die fertig. Dann legen wir das daher. Legen wir das daher.
machen einen Rückzug. Oder nein. Kann ich das nicht rückgängig machen? Ach, warum kann man das nicht rückgängig machen? Legen das daher. Aktivieren die rechte Hand. Das fertig. Bringen wir es auf den da, um Agilität irgendwie einzusetzen, damit das vielleicht auch was ein bisschen sich selber auch noch schützen kann. So kriegt er nur eine Preiskarte. Okay. Was ist das? Sonderbonbon. Und ein zweites davon. Ist ja nicht wahr. Ja, Psychoenergie. Siegesserie wird platzen, wenn es so weitergeht. Kann man auch mal Illuminise hin. Man Illuminati und Illuminise, ja. Ach nee. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Drei Preiskarten noch und da so viel. Ich muss das. Was soll ich machen? Das, das. Das wird hier nicht. Ja, ich muss das machen. Komm, zieh! Levelball! Immerhin mal schon etwas Gutes. Da kann ich mein Areal das schon mal holen. Fertig. Dann machen wir das da drauf. Dann aktivieren wir mal die Fähigkeit. Vergiften sein Lunala. Ja, und Kraft an mit Agilität. Warum Zahl? Ernsthaft? Die ganze Zeit kommt nur Zahl. Ich wünschte, ich hätte Trickmünze. Aber leider ist es ein Standard nicht mehr da. Na komm. Und eine. Ja, das kannst du sowieso immer herumtransferieren. Warum macht er das überhaupt? Das ist schon eine gute Karte. Sieht auch ziemlich schön aus. Schattenstrahl, ja. 150 hier. Schaden. Ich könnte das machen. Aber will ich das denn wirklich machen? Ich hoffe mal darauf, dass Agilität mal Kopf macht. Na, endlich! Aber macht nur 10 Schaden weniger. Also nein, gar nichts macht er eigentlich, ja. Aber er schützt sich jetzt wenigstens. Eine Agilität, was man Nutzen hat. Okay. 50 Schaden, 200 hat es noch. Das ist so viel. Was ist jetzt? Vergiftung ist weg. Wutausbruch kann er machen. Nein, er schickt Energien hinüber. Okay. Aber es bringt nichts. Beliebig aufgeladen ist gut. Kann er das zu jedem machen? Das ist so cool eigentlich. Ja, wir machen mal ein giftiges Netz. Nest. Was soll ich sonst machen? Ich kann nur Agilität. Und Zahl, er hat verloren. Ja, meiner hat verloren. Das meine ich damit. Eher Gewalt drum.
Okay, das ist ein ziemlich scheiternder da bei mir. Ich schlage mich ziemlich gut, weil er. Ich weiß nicht, warum greift er mich immer voll an. Okay, noch 120 Schaden. 880. Das ist so extrem. 150 Schaden mit drei Basisdinger. Doppel Basisenergie drauflegt. Und dann noch ein Zug kann er innerhalb von. Ach, was passiert da? Warum? Jetzt hat es nur eine Energie, zwei, okay, aber der Rest hat jetzt nichts. Ja, du machst es eh hier nicht, das heißt hier sowieso. Das ist sehr gut, die Karte, aber man kann sie nicht mal lesen. Zumindest die, den Effekt, was für den Gegner gilt. Ja, was schicke ich mir hoch? Den da. Kann er sonst nichts anderes. Obwohl er hat überhaupt keine Energie mehr. Das kann jetzt gut sein. Das ist jetzt wirklich. Aber ich brauche noch eine Energie, muss ich ziehen. Eine einzige. Ja. Da ist sie auch. Jetzt ziehen wir mal das. Giftiges Netz machen wir mal da. Und dann greifen wir an mit klammheimliche Klaue. Schaden gesunken natürlich. Und dann, wenn er da seine Energie drauflegt, werde ich wohl wahrscheinlich wechseln und ihn dann angreifen. 50. Auch wenn es nicht so viel bringt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich den mehr angreife. Ja, dann ist der nämlich weg. Was macht die? Oh, okay, jetzt ist es weg. Jetzt darf ich. Warum hat er das eigentlich gemacht? Egal. Aber jetzt kann ich wieder mehr Schaden anrichten. Jetzt macht das wieder 100. 30, 30 und dann noch 40. Geht sie nicht aus. Den kann ich wahrscheinlich besiegen. Aber das nicht, das ist noch zu stark. Ich meine, er braucht nur den mit. Er braucht 20 Schaden da machen. 20. Da, das braucht eine Energie und geht schon. Ja. Jetzt macht er das auch. Top-Trank. Ach komm. Nee, ne? Heiko. Aber kann jetzt entwickeln, oder? Ja. 100. Er hat schon 10, dann 170. 130 und 20, 150. Ah, das geht sich nicht aus. Hätte der mehr Schaden? Ja, hätte der nur mehr Schaden. Das ist jetzt ein Problem. Er kann sie nicht übertransferieren. Rückzug hat er aber 2. Ja, ich muss das da jetzt machen mit dem. Ich habe noch alle 6 Preiskarten. Das kann ich gar nicht mehr gewinnen. Wirklich bei den starken Monstern da. 160. 40 mit 1. Und nicht mit dem. Evo Browser. Und dann noch mal. Ach komm, was ist das schon wieder? Top-Trank.
Ich glaube, ich sollte auch solche Tränke mal haben. Die würden mir jetzt auch helfen. Aber ich habe keinen. Ich habe überhaupt keinen. Ich brauche neue Karten. Das ist das Problem. Das dauert ziemlich lange, weil der, wenn der nicht angreift, ich meine, hallo, das sind nur noch 20 Schaden, bitte. 20 Schaden, was willst du machen? Ach, ernsthaft? Warum heilst du das? Ich glaube sonst, dass du Tausch ziehst. Top-Elixier. Ja, jetzt hast du zwei Energie. Jetzt setzt das Hand da, Rückzug auf die und dann greifst du an. Komm. Was? Ja, was soll ich tun? Weißt du was? Ich helfe dir, was du tun sollst. Schau, du nimmst den da. Haust den jetzt daher. Ich zeig dir noch, dass ich schnell noch ein bisschen giftig machen kann. Okay, und dass ich könnte nämlich im Schlafgift angreifen. Um zu schauen, was passiert. Aber ich kann es eh nicht verhindern. So, gewinn einfach mal dieses scheiß Match. Entschuldigung für die Aussprache, aber er könnte jetzt wirklich mal angreifen. Komm, greif an. Wie du legst jetzt noch irgendwas daher. Greif einfach. Ach, greif an. Solche Spieler hasse ich. Die machen einfach nicht weiter. Die wollen das gar nicht zu Ende bringen. Na, endlich. Wirklich, das war doch nicht so schwer. Fertig. Danke. Ach, Siegesserie ist jetzt auf 0. Ja. Okay, das war's mal. Vielleicht kommt dann noch eins, bis ich da zu diesem Booster bin oder die Lugia-Karte. Da brauche ich aber wieder meine Siegesserie. Wie kann ich das eigentlich anschauen? Oh, da. Nächster Sieg wird wieder eine Box bringen. Okay, dann. Oder was? Siegesserie 4, aber wenn ich dann das mache. Verstehe ich nicht, dann ist wieder mal 10 oder ich bekomme 10 Punkte dafür. Egal. Gut, dann bis zum nächsten Mal bei einer Runde Pokémon Sammelkartenspiel online.